sind wir wieder. Isaac, Zeit. Und ja, wir haben das letzte Mal das Mamas Boy Achievement freigeschaltet, war das, glaube ich. Und jetzt müssen wir immer noch die zwei anderen freischalten, damit ich das Volume Platinum kriege. Und das würde ich gerne kriegen, bevor Isaac Rebirth rausgeht. Also in 2 Monaten. Ich freue mich drauf. Und ja, das letzte Mal habe ich mit Tastatur gespielt, jetzt habe ich wieder meinen Controller, weil ich rausgefunden habe, was nicht ging. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber es geht jetzt. Und dann würde ich sagen, random. Magdalene diesmal. Magdalene hat mehr Herzen, das Yam hat, das einen 7 Auflad, also eine 7-räumige Aufladzeit hat und ein Herz herstellt, ein rotes. Und ist langsamer. Hat, glaube ich, aber ein bisschen mehr Schaden am Anfang, soweit ich weiß. Oder soweit es sich so für mich anfühlt. So, auf dieser Ebene müssen wir uns keine Sorgen um Schaden machen. Auf der nächsten schon. Eher? Nein, auf der übernächsten. Heieiei, Fliege, komm da raus. Auch von den Steinen runter, meine ich damit. Ah, für mich ist das eben... Für mich ist die Musik immer so laut, aber da sehe ich, dass sie im Video so unglaublich leise ist und ich dafür richtig seltsam klinge. Und ja, man kann halt nichts machen, ne? Komm schon, geh weg. Mal gucken, was gibt's hier? Das ist ein schlechtes Item, aber ich will es trotzdem aussammeln. Weil im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber es ist special, also dass es special ist, ist echt seltsam. Aber wir sammeln es später auf. Weil es eben special ist. Und vielleicht kriegen wir hier das Pentagramm. Das wäre pretty sweet. Richtig nice wäre das. Herz, mit dem wir nichts anfangen können. Ach Gott, wieso diese Form? Da kriegt man den Krampf direkt. Oh Gott. Könnt ihr aufhören? Das wäre ganz sweet. Einer von euch spuckt, genau. Naja. Ich glaube, die haben weniger Herzen. Eigentlich sollte man sich immer zuerst auf einen konzentrieren, aber ich habe keine Lust dazu. Hören. Oh, ich habe keine Ahnung, ob ich da nicht getroffen wurde. Okay, der erste ist tot. Und der zweite müsste gleich folgen. Ja. Und wir kriegen Verdonner Intense. Und wisst ihr was? Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, wieso so viele Leute das ablehnen. Ja klar, es macht halt viele Sachen schlechter. Aber ich finde das mit dem Shotspeed aber eigentlich ganz ehrlich, weil ich sowieso nicht so viel ziele und immer nur so direkt reinrennen will, ist es für mich eigentlich besser, weil ich dann... Halt ist das die Trainingsdarsteller am Ziel und das ist für mich eigentlich praktisch. Also ich verstehe es nicht ganz. Das ist, ja, finde ich besser, ehrlich gesagt. Wo mir ist ja auch der Swampiler's Bite. Also auf dieser Ebene haben wir sehr viele Items. Zwei Items. Alle Items, die es auf der ersten Ebene normalerweise gibt, haben aufgesammelt und das waren beides. Normalerweise immer eher als... Die werden normalerweise immer eher schlecht angesehen. Was ich nicht finde. Oh, nein, du nicht. Geh mal weg da bitte. Und die Shotspeed gibt einem mehr Rückstoß. Aber Rückstoß finde ich eigentlich ganz praktisch, außer bei so Bossen wie Monstro, da kann es, also Monstro 2, da kann es ein bisschen nervig sein. Komm schon. Wieso hast du mich getroffen? Ich war weit genug weg, meiner Meinung nach. Meine Meinung interessiert ja dem Spiel nicht. Ehrlich gesagt... Bin ich... Boah, Alter. Ich weiß gar nicht mal mehr, wie viel Schaden My Little Unicorn überhaupt macht. Oh Gott, nehme ich überhaupt auf? Ja, okay. Müsste so passen. My Little Unicorn macht
40 Damage ist besser als Poison Touch. Ach komm, wir nehmen es einfach mal mit. Ich habe selten Runs mit My Little Unicorn. Und an HP sollten wir eigentlich nicht scheitern, da wir ja dieses Charm of the Vampire haben. Und wisst ihr was? Was dabei auch noch aufgefallen ist? Viele Leute, die das Let's Play, oh, The Binding of Isaac, oh, das war klar, die probieren das immer auf Englisch auszusprechen und viele Leute beschweren sich dann, deine Aussprache ist, seine Aussprache ist falsch. Ist mir egal, Hauptsache es ist Englisch, weil wenn du Charm des Vampirs aussprichst, klingt es irgendwie meiner Meinung nach voll seltsam. Also ich finde es besser, wenn sie wenigstens versuchen, es Englisch auszusprechen. Komm schon, ich kenne dich drauf. Mann, Mann, Mann. Spinne. Speine. So. Eine Bombe, die wir hier zurückkriegen würden. Ein Schlüssel für den Itemraum. Was gibt's hier drin? Eine Kiste. Holen wir uns vielleicht. Eigentlich sollte man sie gleich öffnen, weil da Schlüssel drin sein könnten. Und Schlüssel sind bei uns im Moment Mangelware. Ich habe eigentlich nie Probleme, dass ich zu wenig Geld habe. Oh, das ist nett. Es ist special, also sammeln wir es später auf. Das war Chemical Peel. Die verätzt praktisch die eine Seite vom Gesicht. Das heißt, jede zweite Träne macht, keine Ahnung, macht mehr Schaden auf jeden Fall. Jede zweite Träne. So. Gib mir den Cent. Und hier ist Faminem. Auf der Ebene haben wir schon Schaden genommen, aber ehrlich gesagt, ich könnte die Aufladung von dem My Little Unicorn aufbehalten, falls wir einen Teufelsraum kriegen, was unglaublich unwahrscheinlich ist, wenn wir Schaden genommen haben auf der Ebene. Und ich könnte es hier einsetzen, aber ich habe keine Lust drauf. Außerdem ist der Boss nicht sonderlich schwer. Wenn hier der Reiter, also der kopflose Reiter gekommen wäre, dann hätte ich es eindeutig zu 100% eingesetzt. Der Reiter ist so ätzend. Weil man eher auf den ersten Ebenen. Und hey, meine Taktik ging auf. The Mark und das Fusion Board. Das hätte ich gerne. Habe ich mich gerade vollkommen zum Idiot gemacht? Oder was ist hier gerade passiert? Wieso hat es mir das abgezogen? War das nicht so, dass man, wenn man das ausnutzen kann, dass das halt Unsterblichkeiten in sich die Herzen trotzdem, also das Item kriegt, aber das nicht abgezogen wird. War das nicht so, oder war das, also bei Seelenherzen geht es, aber ich habe irgendwo gelesen, dass es auch mit normalen Herzen geht. Dann war das wahrscheinlich Bullshit und das Item ist doch nicht so gut, wie ich dachte. Ich nehme hier unsere 2 Cents für Schlüssel und nichts. Sprengen lohnt sich. Also ich würde sprengen eigentlich, aber. Nee. Aber hier können wir noch öffnen. Okay. Ganz okay. So, da. Danke sehr. Jetzt hier da oben. Ein Range-Upgrade wäre noch ganz nice, wenn wir irgendwas. Hier kommen da nur 2 Klotti. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Okay, dieser Raum hat sich doch ganz gut. Ganz okay gelohnt. Was? Hat sich doch gelohnt. Schauen wir mal weiter. Ein Speed Upgrade wäre auch ganz cool, falls wir irgendwie über Last oder so stolpern. Und mit 5 Punkten lohnt sich das, glaube ich, auch zu sprengen. Komm schon. Bisher, die Seelenherzen haben wir jetzt eher, weil wir die nächste Ebene gehen und wir da vielleicht einen Teufelsstil kriegen.
Und bei dem können wir uns vielleicht sogar was klauen, wenn wir es schaffen, die 3 Seelenherzen zu behalten. Und ab da ist es auch mein Ziel, keinen Schaden zu nehmen. Ab jetzt. Okay. The Rosary. Ja, hier die jetzt auf jeden Fall aufsammeln, aber ich habe ehrlich gesagt im Moment. Wir sammeln es auf kurz vom Boss, damit wir sicher sein können, dass wir genügend. Oder relativ sicher sein können, dass wir genügend Herzen haben. Dass wir uns das. Falls es einen Deal mit Seelenherzen gibt, dass wir es klauen können. Oh Gott. Oh mein Gott. Wieso? Wieso? Ich ist sowas von klar, dass ich hier Schaden nehmen werde. Ah. Komm schon. Okay. Komm schon, Fliege, geh weg. Komm schon, nur noch du da. Ah. Natürlich verstörst du mir die Chance auf diese Bombe. Naja, egal. Okay. Conga Liners. Oh Gott, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja. Nein. Oh, Alter. Mann, das hier mach mal kaputt, damit ich da nicht aus Versehen entgegenlaufe und dagegen schieße, weil ich ein Vollhonk bin. In den einen Raum können wir sowieso nicht rein, weil wir da Schaden nehmen würden. Und der zählt als Schaden. Okay, dieser Raum ist relativ leicht. Da schauen wir nicht rein, weil sich das nicht lohnen würde. Oh Gott, ich hasse dies. Ich habe Schaden genommen. Ich hätte das einfach benutzen sollen und auf den Teufelsziel verzichten können. Ach. Wie? Mann. Ganz ehrlich. So. Geht weg. Wir fliegen. Eine Pille. Die Pille nehmen wir später. Dann nehmen wir jetzt das. Das. Wie heißt das auf Deutsch? Ich wollte das The Rosary halt. Rosenkranz. Keine Ahnung. Das Ding hier halt. Okay, wir dürfen 2-mal getroffen werden beim Bosskampf. Und dann können wir, wenn wir Glück haben, uns einen Bug mit dem. Einen Deal mit dem Teufel klauen. Hm. Ich hoffe, dass ich nicht so leise bin. Oh Gott, nein. Oh, du bist ja der Geld droppt. Es ist doch eigentlich ganz okay. Auch. Es bringt ja zwar nicht allzu viel, aber ein bisschen was doch schon. Ich bin mit meiner. Nein, jetzt haben wir. Ach Gott, nee. Wer jetzt haben wir irgendwie diese Bombenform? Okay, wenigstens nur die normale. Ich wollte eigentlich eine Bombe legen. Hab stattdessen den gestern. Was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Hier ist die Tarotkarte, ist das. Ernsthaft. Ich habe die Tasten auf meinem Gamepad ein bisschen umgelegt und ich spiele mit Gamepad erstens, weil es für mich einfacher ist und zweitens, weil es für Vibro sowieso Gamepad also Controller-Unterstützung gibt und da der Controller viel, viel Sinn macht, weil es da unterschiedliche Schnelligkeitsrennstufen gibt. Ja, wir haben ja schon Schaden genommen, also können wir ruhig in den wie heißen die? Verfluchten Räume? Keine Ahnung. Die Räume hier unten halt. 2 Pillen. Das eine war eine Telepille. Nein, wir wissen es nicht. Bad Trip. Tears down. Spiel! Sei nicht so großzügig zu mir. 2 Shot Speed up. Ist nicht die Welt. Chemical Peel ist ganz nett. Der Rest war bis jetzt nur Bullshit. Schau mal hier rein.
Ach komm schon. Das Spiel macht sich lustig. Über mich. Wow, wir kriegen unseren Cent zurück. Danke. Die Bombe da war unerreichbar. Wir haben volle Herzen. Und wir schauen. Goldraum, in dem Spider-Bot liegt. Und ehrlich gesagt finde ich Spider-Bot auch nicht so krank. Außer wir kriegen natürlich so Gegner, die mehrere Gliedmaßen haben. Da ist es sehr effektiv. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir so einen kriegen, ist mittlerweile sehr gering. Und ja. Da können wir auch beim Einhorn bleiben. Das Charm of the Vampire werfen. Oh. Das ist gut. Verdoppelt die Schlüssel. Schlüssel? Ich weiß. Ja, ich. Schlüssel, glaube ich, war das. Jump of the Vampire wäre richtig OP, wenn das auch Silberherzen regenerieren würde. Dann wäre es wahrscheinlich unter meinen Lieblings-Items. Das hätten sie vielleicht in Rewrath reinpacken sollen. Aber da bin ich. Es muss auch schlechte Items geben, sonst wird das Spiel zu leicht. Schlechtes muss auch nicht so gute Items geben. Danke, dass ihr euch so schön aufgereiht habt. Komm schon. Okay. Natürlich sehen sie mich direkt. Es gibt die Möglichkeit, dass sie einen nicht sehen, wenn man sich am Anfang von dem Raum überhaupt nicht bewegt. Weil man da wirklich gar nichts drückt. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen am Glück. Ob das Spiel einen automatisch nicht ein bisschen nach vorne setzt, weil vom vorherigen Raum noch irgendwie Schwung übrig geblieben ist oder so. Und ein Item, das ich nicht aufsammeln werde. Yay! Weil wir sowieso gerade hauptsächlich von. Danke sehr. Oh, ich habe keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Wieso hast du das nicht gegessen? Du kleiner Hacker, du. Ich glaube, das war der Wichtigste. Komm schon. Mann! Wieso? Danke. Der Chat gibt einem rote Herzen. Und verringert dabei die Chance, dass alle anderen Gegenstände, die droppen. Gegenstände, alle anderen Pickups, die droppen können. Dass die halt droppen, wenn die zum Beispiel eine Relic drüber so haben. Oder Bag of Pennies. Droppen die. Keine Ahnung, wie oft Bag of Pennies droppt, aber es wird halt verschoben um einen Raum oder so. Und dafür droppt halt. Little Chub. Ach, komm schon. Komm schon. So. Mit dem, was wir hier gerade haben, sehe ich unsere Chancen auf den Sieg ehrlich gesagt nicht. Ich springe auf, damit wir mehr Platz haben. Komm schon. Hopp. Hallo. Fuck. Verfehlt mit beiden Schüssen. Oh Mann. Hey yo. Ups. Und den Rebirth soll ja Shotspeed aber auch mehr Sinn haben. Das finde ich auch ganz nett. Wieso gehst du nicht hoch? Ich drück dich nach oben. Hallo. Geht doch. In die Stacheln. Na, wir können ja nichts rerollen. Wir könnten hoffen, dass im Geheimraum ein bisschen Geld liegt und dann hier ausspenden für den Dime. Das wäre eigentlich ganz eine ganz gute Idee. Und das machen wir, glaube ich, auch. Er wird wahrscheinlich hier sein.
Ich. Was mache ich? Bin ich denn behindert im Kopf oder so? Ich habe alles gedrückt. Alles. Ach, Gamepad, was ist los mit dir? Und ich halluziniere. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ach Gott. Was war da für ein Spielautomat? Die 2 Cent können wir da verbrauchen. Jetzt bin ich Depri, weil ich zu behindert bin, um mir zu merken, welche Knöpfe was machen. Kann man mitnehmen. Go outside, nö. Jetzt wartet mal. Kurze Unterbrechung. So. Naja, das hätte ich auch tun können, als wir auf während der Sequenz, die zwischen den Ebenen ist, aber egal. Da unten der Spider-Bug drin. Spider. Und ja. Über den Chat, jetzt wollte man nicht. Den Job können wir uns nichts kaufen. Nächste Ebene und jetzt wieder keinen Schaden nehmen. Ist doch nicht so schwer, sagt er und kam in so einen Raum. Oh Gott. Holy. Ich hasse Necropolis. Necropolis ist die einzige Ebene, die meiner Meinung nach schlimmer ist als auf die Ebenen, die. Oh Gott, nach den Kampf. Health up. Hey, wenigstens eine gute Pille in der. Du da. Dir würde ich gerne was geben. Anscheinend sind die Familie, also die Begleiter, auch von den Shotspeed ab. Mit beeinträchtigt. Hab gar nicht gesehen, dass die Bombenfliege schon draußen ist. Komm schon. Für einen Cent nicht. Da kann man sich hier auch vorbeischleichen. An allen Stacheln und so. Wo ist der Boss? Oh Gott, danke sehr. Oh Gott, bitte schieß hier hin. Wieso schießt der nicht? So eine kleine Sau, du. Kleine Sau. Aber schon. Geht drauf, Fliege. So. Oh Gott, wieso gibt es dich als normalen Gegner? Du bist schlimmer als der Kopf von Faminem. Hör auf! Charge an! Oh Gott. Bleh. Ich mach die Fliegen weg, einfach nur, weil ich hier sicher nochmal vorbeigehen muss. Weil es sowieso der falsche Weg zum Boss ist. Oder zum Itemraum oder sonst wohin. Oh Gott. Komm schon, Isaac Cat. Mach was. Schieß durch alle ihre Köpfe durch. Du gehst weg. Andere Schlüssel kommen mir nicht. Und ja, was gibt's? Muss das ja in die Richtung sein, und zwar alles. Oh. Wow. Okay, ich hätte gedacht, das war's für unsere Chance auf das Achievement. Und ich hatte fast recht. Oh Gott, Alter, wie ich. Ihr müsst entschuldigen, dass ich so scheiße bin. Ich habe seit einer Weile nicht mehr gespielt. Wir waren im Urlaub. Ah, nein, der Raum war so klar. Da kann ich nicht drauf. Auch wieder mal die Chance für Ding vertan und dann Spiel. Ich bin schon nicht Isaac, der seine Items nicht reviewen kann. Ich bin langsam und du gibst mir sowas. Ernsthaft Spiel. Komm schon.
Ich bin zu weit weg vom Mikrofon gegangen, glaube ich. Natürlich. Jetzt chargt er direkt an, aber im anderen Raum natürlich nicht. Wo er mir das Leben zur Hölle gemacht hat. Komm schon, geh halt. So. Du da, geh drauf. Das waren alle Räume. Ja. Wir kriegen sowieso keine neue Aufgabe. Oh Gott, wieso? Spiel, warum? Wieso tust du uns das an? Nan. Ich will gar nicht. Man kann den Blot sicherlich auch irgendwie verglitschen, aber es macht halt niemand. Weil es ein Krampf ist. Ein Krampf. Und zwar innerlich. Öp. Nein. Danke sehr. Wieso machst du so große Flecken? Ich denke nicht, dass wir diesen Rang gewinnen werden. Und wisst ihr was? Wenn wir in den nächsten Räumen nicht Polythemes oder Mutters Messer kriegen, denke ich, wir werden eher in die Hölle gehen, anstatt... Ah, in den Himmel. Oh Gott. Komm schon. Komm schon, du bist fast tot. Wie zur Hölle haben wir einen Teufelsraum gekriegt? Oh, Technologie. Wie... wisst ihr was? Fuck it. Wir haben jetzt... ziemlich guten Damage. Keine Herzen! Yay! Und der Run ist eigentlich sowieso schon zu Ende für uns. Teilweise, weil ich zu behindert bin, um mit dem Controller richtig zu spielen. Teilweise, weil ich zu dumm bin, Isaac richtig zu spielen. Teilweise, weil uns das Spiel einfach nur hasst. Und ich werde jetzt auch in den Shop gucken, weil wir genügend Geld haben, dank diesem. Wir hätten sogar... Ach, was stört mich das überhaupt? Wow, und ich gebe so mit 4 Cent. Wow. 30, Alter. Spiel. Das Spiel macht es uns echt, also macht es mir echt nicht leicht. Euch kann es ja egal sein. Ihr macht euch lustig über mich. Aha, schaut euch den Idioten an. Wer denkt, jemand schaut seine Videos? Solche Wisse sollte man nicht bringen. Ja genau, ich wollte alle da unten. Komm schon. Wie... Oh mein Gott. Okay, wir werden hier sterben, wenn ich... Muss uns... Was war das für eine Maschine? Die Maschine, was es da hinten noch immer ist, muss mir was Gutes geben. Ach, das warst du. Bettler, gib mir was Gutes. Irgendwie... Keine Ahnung. Nein. Oh, was ist das? Justice? Das ist sweet. Es hätte uns auch töten können. Wenn wir dumm sind und das bin ich. Wieso sagt, wenn wir dumm sind und das bin ich? Alter. Aufnahme, ne? Ich. Noob und so. Komm schon, gib mir irgendwas Gutes. Auf mir Herzen zu geben. Gib mir Karten oder so. Okay, weißt du was? Ich gehe kurz raus. Und komm wieder rein. Und hoffe, du gibst mir was Gutes. Ich hasse dich, Spiel. Und wisst ihr was? Wir machen jetzt eins der dümmsten Sachen der Welt. Hier drin, 2 Trollbomben, raus hier. Wir haben praktisch alles verschwendet, was wir uns auf der nächsten Ebene geholfen hätten. Um ein 9 Lives zu kriegen. Also wäre mein ideales Ding gewesen. Ge
Geheimraum, nein. Wir kriegen sowieso nichts raus. Außer da ist... Ach komm, wir suchen danach. Wir brauchen unsere zwei Bomben. Wahrscheinlich ist er nicht hier. Ha, er ist hier. Und, naja. Es wäre fast aufgegangen, mein Plan. Als hier drin so eine blaue Maschine wäre. Wir verbrauchen hier trotzdem all unser Geld für Pillen. Health up and stuff. Ey! Das Glück lässt uns gerade noch so am Leben. Ey, das Spiel, das Glück. Komm. Wow! Wir haben fast unsere. Wir haben mehr Geld rausgegeben, als wir reingesteckt haben. Ah! Naja. Das Spiel ist trotzdem nicht allzu leicht geworden. Also viel leichter, besser gesagt. Und es ist ein Kampfraum. Und der Kampfraum ist wertvoll. Komm schon, töte was. Ja, es hat sogar was getötet. Glücklich ist nicht. Oh. Batz. Wow. Okay, wir haben hier den ein Herz verloren. Was nicht zu schlimm ist. Okay, diese Räume sind schlimm. Mann, mich verwirrt der Abel eher, als dass er mir hilft. Komm schon, Polysim ist irgendwas richtig Gutes. Ah. Nein! Komm schon. Nichts. Spiel. Gib mir wenigstens etwas, was ich benutze, was ich hätte benutzen können. Für irgendwas. Ich denke, wir bleiben immer noch bei der Sache. Wir gehen nicht in die Hölle. Wir gehen in die Hölle, wir gehen nicht in den Himmel. Habe ich sowas mit so vielen, hoffe ich. Little Steven. Wir bleiben bei Book of Belial, weil es relativ gut ist. Oh, bitte, 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 gib mir Health ab oder irgendwas, was ich füllen kann. Weißt du was, ich kaufe mir das Herz und hoffe, dass wir später irgendwann noch mal Geld kriegen, damit wir länger leben. Ja, Mann. Geld? Oh, yes. Jetzt gib uns im Shop, keine Ahnung, Balls of Steel mal 4. Tears Town. Telepilz. Bad Tribute. Verdammtes Ding. Batz. Das war The Hourglass. Wir bleiben bei Book of Belial. Mit den Telepilz können wir uns raus teleportieren aus dem Mutterkampf. Und hoffen. Oh Gott. Um zu hoffen, dass wir einen Teufelsstil kriegen, der uns neuen Leben gibt. Ah! Wieso bleibe ich hier draußen? Genau. Komm schon. Gut. Gar nicht knapp, oder so? Ach Gott. Sie gerade immer noch so ganz knapp noch am Leben sind. Wundert mich. Weil dieser Raum ist machbar. Machbar, es ist ein Geschenk. Es ist kein Geschenk. Auf dich habe ich keine Lust. Gib mir Attackfly wenigstens und nicht deinen Müll. Schub da Wut. Mitunter eines der schlechtesten. Mann, Alter, diese Tränen von Little Steve. Habe ich ja den. Ich habe den Blauen getötet.
Reichweite ist ganz... Nee, das machen wir nicht. Okay. Alter, wo ist der Boss? Das gibt's ja nicht. Natürlich. Was erwartet ihr von mir? Natürlich springe ich. Gib mir was Gutes. Du da. Gib mir Herz, dass ich den Boss schaffen kann. Also Mutters. Gib mir was. Mehr Geld. Komm schon. Komm schon. Fuck. Okay, ich denke, daran wird ziemlich sicher bei Mutter enden. Ihr könnt von mir nicht erwarten, dass ich es nicht, dass ich es hinkriege, von Mutter nicht getroffen zu werden. Es ist von mir unerreichbar oder unmöglich. Gibt es hier vielleicht noch irgendwo, wo wir Geld raushauen könnten? Tun. Hier ist das Ding. Wir riskieren gerade unser Leben für Geld. Ich wollte das nicht verspielen. Sogar ziemlich viel. So. Okay. Im Shop, in der Bücherei war noch nichts oder nichts Wertvolles. So, jetzt hängt alles von dieser Glücksmaschine ab. Glücksmaschine von dieser Zukunftsvorhersagmaschine. Ja, komm schon. Okay, was ist das? The Joker! Wenn wir 3 kriegen, dann benutze ich sofort und hoffe, dass wir Dead Cat... Nein, das ist ja ziemlich dumm. Okay, okay. Das ist ziemlich nutzlos. Warte mal, wie stelle ich das jetzt am besten an? Mache. Das kann ich gar nicht. Ich schaue jetzt nach Langfurt und du warst meine erste Hoffnung. Teufel. Seit dem Simpsons dachte ich, der Teufel sei ein cooler Typ, aber jetzt nicht mehr. Mach mir einen Kaffee. Dann nehmen wir die da wieder mit. Warte, wir können noch das da hinten sprengen. Herz, nix für uns. Selbst wenn wir Mutter schaffen würden, wäre die nächste Ebene unser Tod. Boah, ich habe keine Ahnung, wie mich das nicht getroffen. Alter, der Kampf läuft richtig gut. Ich kann's kaum glauben und wir kriegen sogar Squeezy. Und wir kriegen ja das Polaroid. Oh, das könnte... Na, das, die Herzen reichen nicht. Nee. Ich hatte vielleicht... gehofft, gedacht, getutet haben hätten, dass wir es dank dem Polaroid und Squeezy vielleicht schaffen könnten, aber... Nee. Da bräuchten wir. Wir bräuchten halbes Herzintervall. Und das haben wir nicht, also. Ja. Fliegen bombt hier. Danke sehr. Alter.
Hoffentlich kriegen wir einen Bettler oder so. Einen guten, also keinen Teufels-, Dämonen-Bettler. Die werden so ungeil. Die blöden Dicklets. Dickles. Dicklets. Dick. Dick Trio. Dick Tri. Dick Tri. Totu. So. Also entweder. Ich spiele jetzt wieder auf einmal richtig gut. Oder ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Oder Squeezie hat uns gerettet, was denke ich am wahrscheinlichsten war. Okay, das ist ein Krampfraum. Bitte. Hey, wir kriegen ja trotzdem permanente Sterblichkeit. Hier ist eine Kiste, die sich nicht lohnt. Eine Bombe. Okay. Können unsere Bomben nicht mit den Tränen vorkicken und ich bin kein Fan davon, nah an Mutters Herz ranzulaufen. Und wenn wir hier Conquest kriegen, ist sowieso alles vorbei. Ich sollte nicht gegen den kämpfen. Vielleicht ist das hier wirklich mal ein Job für den kleinen Mann, den wir hier haben. Ah! Mann, ey, das hat sogar funktioniert. Man kann es kaum glauben. Oh, Dicktri, geh weg. Dicktri, Dickdu, Dickda. Ich bin eigentlich, ich kenne Pokémon, ich mag es auch, aber wieso fällt mir der Name jetzt nicht mehr ein? Dicktri, Dickda, Dickda war's. Mann, Mann, Mann. Meine Freunde werden enttäuscht. Ach, was seh ich? Ach Gott, wieso? Nee, weißt du was? Oh Gott! Oh, Spiel, ich liebe dich, Spiel, ich liebe dich. Oh Mann, Alter, der Raum hat uns gerettet. Der Raum hat uns sowas von gerettet. Sagte er, als er Schaden nahm und wahrscheinlich jetzt an diesen Gegnern stirbt. Okay, das ist, ich hoffe, dass das nicht passiert, aber es wäre rein theoretisch möglich. Alter, diesen Glück. Alter, Glück hat sich wieder mal gemeldet und hat so gemeint, yo, ich komme zum Grillen vorbei. Oh. Gut, dass das keine Explosionsfliege war. Nicht so wie die da. Was war das gerade? Ich habe keine Ahnung. Oh, Dogfood, ein HP. Wenigstens etwas. Es hat zwar jetzt dieser Power of Babylon weggemacht, aber ganz ehrlich. Screw everything. Okay. Ich will die Pups kaputt machen. The Moon ist wahrscheinlich sowieso direkt nebenan, also warum nicht? Fast nebenan. Aber ich will keine Bombe verschwenden, also mach mal die Räume. Jetzt denkt ihr euch, du bist ein Idiot. Und ihr habt recht. Obwohl, naja, diese Räume sind lang. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Nicht wirklich. Und wisst ihr was? Jetzt, da wir so in Anführungszeichen gute Sachen haben. Oh, jetzt haben wir keine. Ich hätte das HP-Upgrade nicht nehmen sollen. Jetzt haben wir keine Polaroid-Unsterblichkeit mehr. Aber wir können hier was machen. Oh ja. Okay, wir werden hier jetzt spielen. Wenn ich mich erinnere, werde ich einen Skip-Button einbauen für die Leute, die das nicht mögen. Wenn ihr alles verspielen. Und hoffen, dass wir nicht die Blackbird bekriegen. Und das ist der High Priestess. Sweet. Ach, wir haben das Item vom Boss gar nicht. Ach, egal, wir haben Mutters Messer da gekriegt. Das war genug. Alter, mit dieser 1% Chance hat uns das gerettet. Oh oh, wahrscheinlich ruft mich gleich jemand an. Ein gewisser Herr mit J.
Oder auch nicht. Ach, egal. Ich weiß es nicht. Diese Empress ist praktisch Hall of Labyrinth, das wir schon haben. Für einen Raum. Das hier ist das, was wir brauchen. Ganz ehrlich. Halbes Herz, das, was wir brauchen. Wieso habe ich das aufgesammelt? So. Wir werden nicht weiter dagegen laufen, außer wir kriegen hier noch mehr rote Herzen. Und das benutzen wir einfach jetzt direkt. Oh, the horrible night we have ghouls. Das ist... Ja, passt schon. Wir sind schon groß. Flyloft. Gib's mir, wenn du willst. Das klingt jetzt sehr falsch. Two of Clubs. Bring him the photo. Ich will Krebs nicht. Das erste Mal seit langem. Ich muss ja das andere mitnehmen. Mehr Geld. Und dann die Karte würde ich auch gerne kommen. Also wenn es so weiterläuft immer. Okay, der Emperor ist gut. Und ich glaube sogar besser als das, weil wir damit die gesamte Isaac-Ebene überspringen können, was wir wahrscheinlich auch tun werden, weil ich keine Lust habe, die ganzen Herzen, die wir haben, alle zu verlieren. Ich will das nicht. Okay, das haben wir nicht auf. Wie man dir, vielleicht gibst du uns ja noch 10 Herzen. Es gibt die Wahrscheinlichkeit. Eine Wahrscheinlichkeit von bla bla bla, 5-10% oder so wahrscheinlich. Wenn wir gewinnen. Aber wir sind schlecht. Komm schon. Gib mir jetzt was. Gib mir etwas. Schlüssel, okay. Wir haben jetzt genügend von allem außer dem Geld, aber das stört uns nicht. Das wollen wir nicht. Das könntest du uns jetzt gerne geben. Danke sehr. Alter. Uiuiui. In den Raum schauen wir nicht. Bloß keine Herzen aufsammeln. Das ist ein Fehler, den ich häufig begehe. Du bist ein blöder Gegner. Wieso laufe ich immer genau die falschen Wege ab? Deswegen habe ich den Emperor dabei, damit wir bei Isaac eine Chance haben zu überleben. Oh fuck, jetzt beißt mir das in den Arsch, dass ich das aufgesammelt habe. Oh fuck. Komm, müssen wir das halt jetzt auch nochmal verspielen. Das ist jetzt echt scheiße. Wenn man so darüber nachdenkt. Ach Gott, ich habe gedacht, ja, Magdalene, wir werden sicherlich an roten Herzen keinen Mangel haben. Also nehmen wir das mit, weil es ja gut ist, haha. Und dann permanent Polaroid Silberherz-Zeug. Denk mal so, yes, wir haben Glück, im Unglück, im Glück, im Unglück. Ich wenn das mit IV-Bag auszahlen würde, das die Blutbank da unten, dann würde ich es mitnehmen über das Book of Belia, einfach nur, weil es eben uns die Hall of Babylon Stage garantiert und wir... Ja, das haben und das ist gut. Keins. Ach Gott. Wer sagt, dieser Run war nicht interessant anzugucken? Auf jeden Fall. Denke ich mal. Also ich fände es cool, wenn sowas kassieren würde. Vor allem, wenn mich das aktiv gucke und ich irgendwie anschaue, während ich irgendwie ein Thumbnail male oder so. Oder selber Isaac spiele. Aua.
Heals ab. Wieso nicht? Der Emperor, ach komm, weißt du was? Noch eine Hilfe ab. Jetzt denke ich darüber nach, dass wir die Herzen füllen. Schau mal, Dash. Ehrlich gesagt, nicht mit Butters Messer ist es immer besser, das Schutzschild zu haben. Das werden wir hier auch aufspringen. Aber nur für die Chance, dass da ein Herz drin ist. Oh, es ist jetzt wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass irgendjemand anruft. Weil zwei Leute gekommen sind, die ich kenne. Und von denen ich vielleicht sagen kann, dass sie mit mir sprechen wollen. Okay, wenn wir jetzt noch die Blutbank... Spielen wir hier jetzt alles. Und ja, halbes Herz. Ding, Mutters Kampf ist dran. Wir werden da garantiert wieder. Ist ja was, das mit den. Wir werden die Herzen füllen. Sobald wie es geht. Weil wir sowieso immer wieder auf nicht Herz, halbes Herz kommen werden. Wieso benutze ich das nicht? Fragezeichen. Deswegen werde ich das jetzt auch schon aufsammeln. Aua! Gegen Mutter. Ja, wir werden eindeutig. Nein, das Herz auffüllen bringt nichts. Wir probieren's. Yeah. Aua. Das läuft schon mal nicht so prickelnd. Aua. Ich hasse ich, Isaac. Ich hätte vielleicht noch die Räume machen sollen, damit ich Book of Belia aufgeladen habe, hätte tuten tun. Komm schon, komm schon. Okay, 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 okay. Oh. Gib mir was Gutes. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Das ist. Du tust mir so weh, Spiel. Ups, gut, dass wir den Minimarsch aufgesammelt haben, sagte er, als er in der Wand hängen blieb und von das direkt getroffen wurde. Dann bin ich jetzt von denen auch noch getötet. Oh, ich würde es mir nicht mal so... Okay, wir werden garantiert sterben. Es ist unvermeidlich. So gut wie unvermeidlich. Wir werden an Krieg sterben. Und erstmal daneben werfen, warum nicht? Wieso lebst du noch? Du hast keine HP mehr. Gang, please. Bringt uns nichts. Fällt mir dazu auf. Oh Gott. Oh Gott, wir werden hier so garantiert drauf gehen. Ich werde das auch gut aufsammeln. Erstmal daneben werfen. Ach, wir haben noch Zeit. Daddy Longlegs ist ein ziemlich... Wieso laufe ich dagegen? Will einer sagen? Oh Gott, nochmal genau der gleiche Raum. Wir werden hier drauf gehen. Oh Gott. Wir werden hier sowas von drauf gehen. Okay, okay. Oh Gott. Judgment. Gib mir was. Gib mir was, was mich heilt. Alter. Oh Gott. Ja. Okay, okay, okay. Ein Hit wieder. Oh Gott.
Wieso? Ich fliege nicht. Wieso kann ich mir das nicht merken? Was soll man sagen? Glück, nicht Glück. Glück im Unglück, im Glück. Im Glück, im Unglück. Naja, wir haben nichts freigeschaltet, aber ich hoffe, der Run hat euch gefallen. Er hat euch glücklich gemacht, wie uns dieser mit Glück verwirrt. Und sowas von getrollt hat. Naja, ich hoffe, die Musik und das ganze Stuff, der ganze technische Stuff war auch angenehm. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ne? Ciao.